Also, wo stehen wir? Wir haben am Montag Kapitel 7 abgeschlossen. Da ging es um Funktionen. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, bevor wir dann ins nächste Kapitel 8, Bibliotheken, übergehen, weil da einige Gemeinsamkeiten auch sind. Also Funktionen, wir haben also uns jetzt aus Main sozusagen hinausgewagt und schreiben jetzt Anweisungen nicht nur in Main, in unseren Programmen, sondern können eigene Funktionen, Methoden in Java genannt, implementieren. Warum haben wir das gemacht? Steht hier nochmal, besser strukturieren, ja, kleinere Portionen, nicht alles am Stück. Dann zweiter Vorteil, wiederverwenden. Das haben wir bei diesem Vektorbeispiel mit dieser Ausgabe gesehen. Ansonsten haben wir da noch nicht bezüglich Wiederverwenden so viel gesehen, aber je mehr Sie jetzt programmieren, dann erinnert man sich, man hat vielleicht sowas Ähnliches schon mal gemacht, hat vielleicht eine fertige passende Funktion, kann die dann da verwenden. Das war so die Motivation. Ganz kurz nochmal wichtig, dass man das versteht, wie der Programmfluss aussieht. Das heißt, wir steigen nach wie vor im Main ein, arbeiten nach wie vor immer von links oder der Computer von links nach rechts, von oben nach unten die Anweisungen ab. Natürlich, wenn dann Verzweigungen, Schleifen sind, wissen Sie, dann wird man das wiederholt gemacht oder vielleicht auch gar nicht. Beim Funktionsaufruf ist wichtig, dann geht anschließend das weiter eben bei der aufgerufenen Funktion. Wichtig ist, da dann Parameter übergeben, in der Regel, nicht unbedingt immer, und dann kann diese Funktion eben mit diesen, also hier haben wir A und B, Parametern arbeiten, eben irgendwas berechnen und in der Regel gibt wieder was zurück. Auch das ist nicht immer der Fall, manchmal wird auch nur was auf dem Bildschirm ausgegeben ohne Rückgabewert, aber wichtig ist, dass es dann jedenfalls mal bei diesen Anweisungen weitergeht. So, wichtig war auch Sichtbarkeit von Variablen, das heißt, in jeder Funktion kann ich nur die Variablen verwenden, die dort natürlich definiert sind. Jetzt, hier haben wir keine lokalen Variablen, aber das haben Sie auch gesehen. Natürlich können wir da am Beginn von so einer Methode, streng genommen auch mittendrin, Variablen definieren und die sind aber dann nur dort sichtbar. Also die kann man nur da verwenden, dann nicht mehr in Main. Und natürlich kann man die Parameter verwenden, das machen wir hier auch, das ist ja Sinn der Sache, dass wir übergeben, die Daten, die für die Berechnung relevant sind. So, wenn diese Funktion dann fertig ist und zurückspringt, entweder am Ende bei der geschweiften Klammer zu oder eben jetzt hier mit Return, wobei man sagen muss, hier haben wir einen Rückgabewert, dann ist immer ein Return notwendig, weil wir beim Return dann auch noch bei so einer Funktion sagen müssen, welcher Integer-Wert wird zurückgegeben. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt gar keinen Rückgabewert hätten, dann brauchen wir auch keinen Return. Dann springt er automatisch bei der schließenden Klammer zurück und dann gibt er nichts zurück, deswegen müssen wir da nichts sagen. So, wenn wir dann zurückgesprungen sind, dann sind wir wieder hier und dann müssen wir mit, oder in der Regel will man ja dann mit dem Rückgabewert was machen. Jetzt hier in dem Beispiel würde der dann gespeichert, wiederum in der Variable, die aber eben nur sichtbar ist in Main und anschließend gehen wir die aus. Das haben Sie auch schon gesehen, man muss das nicht zwingend nochmal zwischenspeichern, man kann theoretisch den Rückgabewert direkt hier jetzt, man kann Max Wert 1, Wert 2 auch direkt hier unten reinschreiben, da wird dann eben der Rückgabewert ausgegeben. Das geht auch. Wenn wir den natürlich woanders weiterverwenden wollen, dann ist wieder sinnvoll, den zwischenzuspeichern. Wichtig, weil auf A und B können wir hier natürlich nicht mehr zugreifen. Die sind nur gültig, solange wir in der Funktion sind. Gut, und dann gehen wir da noch ans Ende. Dann hatte man am Montag, am Ende, das etwas kompliziertere Beispiel hier. Das besprechen wir jetzt nicht nochmal komplett. Ich lege das nur deswegen nochmal auf, weil das wichtig ist zu verstehen. Parameter können auch Arrays sein. Ja, das heißt, und das hatten wir ja hier gemacht, da wurden zwei Arrays gewichtet aufsummiert. Das heißt, wenn ich hier A und B jetzt wieder übergebe, aber ich habe die eckigen Klammern, dann übergebe ich ein Array.
Das heißt, Sie wissen schon, da kann man natürlich hier irgendwie abfragen, wie lang ist das Array? Und da kann man damit gewohnt arbeiten. So, und Sie sehen ja auch den Fall, dass man auch ein Array zurückgeben kann. Und das ist ja genau dann der Fall, wenn ich mehr wie einen Rückgabewert benötige, dann kann ich hier, also wir sehen das nochmal, wir legen hier ein Array an mit new double, und zwar die Variable c, und dann kann ich das am Ende zurückgeben. Das bedeutet dann natürlich, das sehen wir jetzt hier unten, derjenige, der die Funktion aufruft, muss logischerweise dann auch zwei Arrays übergeben und dann noch die zwei anderen Double-Werte und muss, wenn er den Rückgabewert entgegennimmt, dann natürlich auch eine Double-Variable definieren. Jetzt haben wir in dem Programm einen Sonderfall gehabt, dass das, was diese, wo hat man das, da wird es dann direkt wieder zurückgegeben. Ja, das ist auch zulässig. Wichtig ist immer, dass das zusammenpasst. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, wir haben so ein strenges Typsystem. Das heißt, der Compiler prüft ja immer, was wird erwartet, Double Int, er prüft aber eben auch, wird ein Array erwartet oder nur eine einzelne Variable. Und bei all den Sachen, wenn da was nicht passt, kommt natürlich eine Fehlermeldung. Gut, dann machen wir da durch und jetzt gehen wir ins nächste Kapitel. Und das heißt Bibliotheken. Muss man nur gucken. Da ist es. So, auch hier erstmal eine Motivation, warum wir überhaupt das Kapitel machen. Also erstmal besteht natürlich ein Programm in der Regel aus mehreren Klassen oder Dateien. Also Sie wissen ja schon, wenn man so eine Klasse macht, das haben Sie jetzt ja in jedem Programm gemacht, dann legt man eine neue Datei an und die Datei hat den Namen dann wie die Klasse und mit der Endung .java. So, und normalerweise haben wir mehrere Dateien. Auch das haben Sie im Prinzip ja implizit auch schon gesehen. Wir haben unsere Beispiele, wo wir was gerade mit Grafik gemacht haben oder mit Musik. Da haben Sie von uns immer Dateien bekommen. Ja, Standard Raw, Standard Audio und wie die alle heißen. Und es waren ja letztlich Bibliotheken. Ja. Und was wir jetzt hier in dem Kapitel, wir gehen das auch erstmal langsam an, im Moment besteht auch in diesem Kapitel erstmal eine Bibliothek immer aus einer Datei. Jetzt diejenigen, die schon Java programmiert haben, wissen natürlich, es gibt diese Java-Packages, wo man wiederum mehrere solche Dateien zu größeren Einheiten bündeln kann. Das machen wir später auch noch. Also wir machen jetzt erstmal einen Schritt. Am Montag haben wir gesagt, wir machen eigene Funktionen, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter, dass wir eigene Bibliotheken machen und eben in der Lage sind, unser Programm aufzuteilen auf mehrere Dateien. So, was ist der Vorteil? Bessere Strukturierung. Jetzt haben Sie gesagt, haben wir gerade eben auch schon gehört bei den Funktionen. Stimmt, das ist aber hier auch der Vorteil, wenn die Programme noch größer werden. Dann möchte man auch nicht alles in einer Datei haben. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Datei mit vielen Funktionen und jetzt haben Sie in so einer Datei vielleicht 1000 Funktionen und 10.000 Zeilen Quelltext. Dann ist das auch unübersichtlich. Deswegen ist es immer wichtig in der Informatik und bei der Programmierung, dass man strukturiert. Das heißt, man soll sich hier dann jetzt überlegen, kann man Funktionen zusammenfassen, die irgendwie was gemeinsam haben. Also ich meine, und Sie haben ja Beispiele gesehen, Standard Raw, was ist da drin? Zeichenfunktion. Alles, was mit Grafikausgabe zu tun hat, packt man da zusammen. Genauso für Audio, wo wir Musik abspielen oder wo wir letztes Mal selber so ein Sample berechnet haben, das haben wir auch zusammengepackt. Ja, man wird jetzt ja nicht auf die Idee unbedingt kommen, oder könnte ja sein, dass man sagt, wir packen jetzt Audio und Grafik zusammen. Ja, wir könnten dann das machen, aber dann würde die Datei dann natürlich groß und es ist doch einleuchtend, wir splitten das auf, die Grafik, Audio und heute kommt dann nochmal was zu Zufallszahlen und so hat man eine bessere Strukturierung und bessere Strukturierung heißt nicht, dass das nur schöner aussieht, es ist dann einfach erstmal leichter verständlich und wenn das leichter verständlich ist, machen Sie beim Programmieren weniger Fehler und wenn später jemand das verwenden möchte und vielleicht erweitern oder vielleicht versucht ja jemand anders auch einen Fehler zu entfernen oder was zu optimieren, auch dann ist das leichter, wenn es weniger ist. Ja, genauso, wenn Sie die Wahl haben, ein Buch zu lesen mit 1000 Seiten oder Sie haben dann kleinere Einheiten, dann können Sie das besser verstehen, das führt zu einer besseren Wartbarkeit und damit zu stabileren Programmen. So, und ganz zum Schluss,
wiederverwenden. Auch hier, klar, wir verwenden jetzt ja auch die Sachen von diesem Professor Wayne aus Princeton, ja, dessen Bibliotheken. Wir könnten das ja nochmal neu schreiben. Da hat natürlich bei uns auch niemand Lust, weil auch wenn jemand programmieren kann, der sitzt ja wieder tagelang dran, dass das fehlerfrei funktioniert. Der springende Punkt ist immer halbwegs fehlerfrei. Was heißt halbwegs? Also, dass man was runterprogrammiert, und das haben Sie vielleicht jetzt selber auch erlebt, dass das erstmal irgendwie funktioniert, es geht recht schnell. Aber dann wird es immer schwieriger, die letzten Fehler zu entfernen. Ja, man sagt ja oft, dass die letzten 5%, also der Zeichen der Softwareentwicklung, dass die härtesten sind, wo es wirklich nur noch darum geht, möglichst viele Fehler zu entfernen. So, wir möchten nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, na, und das erspart uns Zeit und Geld. Also jetzt uns vielleicht nicht Geld, aber klar in der Firma, da ist es Geld. So, Begriffe, also Bibliothek, jetzt natürlich im Programmiersprachensinne, nicht in dem Sinne der ULUP hier, wo man Bücher ausleihen kann. Das heißt, das ist ein Modul, da gibt es dann in der Regel auch mehrere Methoden drin, das ist eine Klasse, und typischerweise gibt es aber dort keine Main-Funktion. Ja, das ist also kein eigenständiges Programm, sondern das ist, haben Sie ja gesehen, Center Flow oder Center Audio, das muss man dann im eigenen Programm, wo sich der Main befindet, eben verwenden. So, und der Client, also wir sehen ja hier nochmal so ein Beispiel, der Client, das ist jetzt eben unser Programm, das schreiben Sie. Und Sie haben ja hier jetzt so ein Beispiel, weil das am kürzesten ist, mit der Mathematikbibliothek auch gearbeitet, Math. Und da gibt es zum Beispiel jetzt hier Congrats, um einen absoluten Wert zu bestimmen. Und dann sind Sie natürlich immer interessiert an der sogenannten API, also Application Programming Interface in Englisch. Ja, eigentlich, wenn man eine Bibliothek verwendet, ist man in der Regel nicht interessiert, wie die Bibliothek intern gemacht ist. Das ist ja genau die Zeit- und Geldersparnis. Wenn man das natürlich jedes Mal alles anguckt und versucht zu verstehen, spart man nicht viel. Man möchte eigentlich nur wissen, wie ist die Schnittstelle, was bietet die Bibliothek für Funktionen und wie kann ich die verwenden. Und das ist genau diese API. Die sollte dann natürlich ja ordentlich dokumentiert sein, da sollte eine Hilfe dabei sein und Text, damit man weiß, was bedeuten die Parameter, was sind zurückgegeben. Und bei so einer API ist natürlich auch wichtig, dass man gute Namen hat, ja, und nicht mal ja 1, 2, 3, 4 und jetzt eine schlechte Schnittstelle. Also man möchte da gute Namen. So, das ist jetzt in Java, weil wir auch noch sehen, allerdings relativ verschiedenes nach Weihnachten, nach der Pause. In Java gibt es auch Interfaces, nennt sich das. Das haben wir jetzt noch nicht. Also das ist aber hier so ein bisschen, also hier steht es noch nicht, aber im Prinzip bei der API interessiert uns nur die Schnittstelle. Und Java bietet dafür auch ein Sprachkonstrukt, wo man dann im Endeffekt gar keine Implementierung sieht. Ja, das heißt, man kriegt dann nur eine Datei und da sind nur die Signaturen drin, mit der Hilfe. Aber es ist gar nicht die Implementierung dabei. Das heißt, es wird dann getrennt und Sie sehen hier unten, da steht Implementierung. Das ist dann das, was man so bisher kennt, da ist der Code, da ist es umgesetzt. So, und man sieht jetzt sehr schön, und das ist natürlich dann wichtig, später die Trennung zwischen Schnittstelle und Implementierung. Wenn Sie dann später im Team arbeiten oder jetzt im Informatikstudium gibt es das Praktikum, wo man in einer Gruppe arbeitet, auch da wird es dann so sein, vermutlich, dass Sie eigentlich nur untereinander die Aufgaben verteilen, dann Schnittstellen festlegen. Und dann kann jeder hinter dieser Schnittstelle implementieren, wie er möchte. Und die anderen müssen das nicht verstehen, die müssen nur die Schnittstelle verstehen. So, das ist erstmal so die Intention. So, und wir machen das jetzt natürlich wieder am Beispiel. Und am Beispiel von Zufallszahlen. Und da kann man letztlich in dem Beispiel, das wir jetzt so aufbauen, am Ende auch sehen, dass Bibliotheken dann wiederum auf anderen Bibliotheken aufbauen. Ja, und das ist ja so dann der Reichtum. Sie wissen, es gibt viel Open Source, GitHub und wo auch immer. Und Sie können natürlich eine neue Bibliothek schreiben und dafür auch andere Bibliotheken benutzen. Und so kann man das dann immer weiter ausbauen.
Jetzt sehen wir hier so ein Foto von dem John von Neumann hier unten. Das ist ein altes Foto, das sehen Sie sofort im Hintergrund. Das ist so ein alter Computer. Wir hatten ganz am Anfang auch Bilder von alten Computern. Und der hat hier oben diesen Spruch mal gesagt, the generation of random numbers is far too important to leave it to chance. Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is of course in a state of sin. Also, wir gucken uns gleich an, was da gibt. Also das Problem ist natürlich, dass der Computer, den wir verwenden, der arbeitet deterministisch. Wir können jetzt einen Algorithmus, eine Funktion schreiben, so wie Sie es bisher gemacht haben. Und tatsächlich ist es jetzt schwierig, wirklich gute Zufallszahlen zu erzeugen. Ja, wir können natürlich uns irgendwas überlegen und eine Rechenvorschrift. Also da kommen wir noch dazu. Problematisch ist, wenn man das Programm wiederholt startet und nicht genau darüber nachgedacht hat, dann kommen immer die gleichen Zufallszahlen. Und dann kann man natürlich sagen, das sind ja gar keine richtigen Zufallszahlen. Das heißt, das Kapitel soll auch, wir gehen jetzt da nicht weiß Gott wie in die Tiefe, das kann man auch sehr theoretisch betrachten, aber es soll auch ein bisschen sensibilisieren. Sie haben natürlich schon math.random verwendet, das heißt, da ist schon was da. Und ja, es ist hier ein bisschen poetisch, er sagt halt dann, dass man da, dass es eine Sünde ist, wenn man das jetzt nicht genau durchdenkt und einfach so mit arithmetischen Mitteln hinnimmt. Vielleicht noch zum Schluss von Neumann. Der hat dann später auch noch weitergearbeitet und modernere Rechner entworfen, also aus damaliger Sicht moderner. Und die Computer, die wir heute alle verwenden, ausgenommen natürlich die heiß diskutierten Quantencomputer, die sind da ausgenommen, die haben alle eine von Neumann-Architektur. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet, dass im Arbeitsspeicher des Computers Code und Daten liegen können. Das heißt, es gibt keinen getrennten Speicher, der unterscheidet, ist es jetzt Code, also Anweisungen oder Daten. Und dann haben wir eben eine Recheneinheit, eine Ausgabeeinheit und das hat er sich damals überlegt und im Prinzip, wenn Sie heute den neuesten Intel-Prozessor kaufen oder AMD-Prozessor, dann ist das alles von Neumann-Architektur. Also müssen Sie nicht merken jetzt, aber so nebenbei. Das ist natürlich für Informatik interessant, weil das ist sehr kurzlebig alles. Sie kennen das vielleicht, man kauft ein Buch, in 3 Jahren kann man es wieder wegwerfen, weil schon wieder alles veraltet ist. Es gibt aber auch in der Informatik Sachen, die länger Bestand haben. So, jetzt Pseudo-Zufallszahlen. Das hört sich erstmal komisch an. Warum Pseudo? Das trägt jetzt im Namen dem Rechnung, dass das nicht wirklich so zufällig ist. Also erstmal verwenden wir wieder eine Bibliothek, Standard Random, auch wieder von diesem Professor Wayne, passend eben zu dem Buch, falls Sie mit dem Buch arbeiten. Und da sind Methoden drin in der Bibliothek, da gucken wir uns jetzt ein paar an und verwenden die und die erzeugen Pseudo-Zufallszahlen. Ja, meistens, oder wenn man dann aber was liest im Internet, dann taucht diese Abkürzung auf PRNG groß und es steht für Pseudo-Random Number Generator. Also das P signalisiert praktisch eben Pseudo. Und das ist jetzt wichtig, wenn ich jetzt Zufallszahlen ja dann erzeuge, egal jetzt mit dieser Bibliothek oder mit math.random, dann gibt es immer irgendwo so einen Startwert in der Bibliothek drin. Und wenn ich den nicht ändere und praktisch mein Programm beende und wieder starte und habe immer diesen gleichen Startwert, dann kriege ich immer die gleiche Zufallszahl. Das ist natürlich nicht gut. Und es gibt aber jetzt hier diesen sogenannten Seed, oder jetzt übersetzt die Saat, in diesem Zusammenhang bei der Zufallszahlenerzeugung und das ist der Startwert. Und man sollte, wenn man das also erstmal wissen, dass es sowas gibt und wenn man das benötigt, dann eben jedes Mal den Startwert auch per Zufall setzen. Ja, man könnte zum Beispiel Uhrzeitsdatum nehmen oder manchmal haben die Bibliotheken auch schon Funktionen eingebaut, dass man einfach sagt, jetzt erzeugt nur einen Startwert. Mir ist einfach wichtig, mal gehört zu haben, es steht hier, dass man, wenn man jetzt Experimente wiederholt oder Berechnungen, dass man dann unterschiedliche Seeds wählt. Manchmal möchte man das vielleicht nicht, wenn Sie jetzt irgendwie ein Programm testen, das Zufallszahlen verwenden,
und das stürzt ab. Und dann ist es natürlich toll, wenn man tolle Zufallszahlen hat, dann kann man ja natürlich zum Beispiel einen Fehler beheben und dann absichtlich mit dem gleichen Startbrett loslegen, dann gibt man die gleichen Zufallszahlen, dann kann man zumindest überprüfen, ob man den Fehler behoben hat. Also es hat auch Vorteile. Ja? Weil wenn Sie natürlich richtig gute Zufallszahlen haben und Ihr Programm stürzt ab und zu ab, dann haben Sie das Dilemma, dass man dann den Fehlerfall vielleicht nicht reproduzieren kann. Das ist äußerst unangenehm, wenn man dann schon mal etwas mehr Programmiererfahrung hat. Man hat was geschrieben, gibt es jemanden und bei Ihnen funktioniert es, bei der anderen Person funktioniert es nicht. Dann kommt der auf Sie zu und sagt, geht nicht. Dann testen Sie es bei sich und dann geht es wieder. Ja, da gibt es eine andere Fehlerquellen, wo sowas passieren kann, das ist äußerst unangenehm. Deswegen sollte man zumindest verschiedene Dinge im Hinterkopf haben. So, warum Pseudo-Zufallszahlen? Also die kann man halt effizient berechnen. Man möchte logischerweise, wir haben ja auch das verwendet, dann nicht 10 Minuten warten, das muss schnell gehen. Das ist der Hintergrund. Also wer Informatik studiert, wird da sicherlich später in der theoretischen Informatik noch mehr dazu hören. So, wir sind jetzt ja in einem praktischen Kurs, das heißt, wir wollen das verwenden. Auch hier nur ein Auszug, also das ist jetzt diese Bibliothek von dem Professor Wayne, die heißt Standard Random. Und hier unten sehen Sie jetzt eigentlich auch nur die API. Sie sehen, was gibt es da für Aufrufe, das sind auch nicht alle. Also wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich mal in die Vorgabe reingucken. Da ist auch in der Regel dokumentiert, was die Funktionen machen. Also da kann man sich auch mal reingucken. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen als Auszug. Also zum einen gibt es jetzt hier verschiedene Methoden, um Zufallszahlen zu bestimmen. Er hat auch da Funktionen, wo man mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen arbeiten kann. Ja? Also zum einen, wenn man eine Gleichverteilung möchte, hier gibt es hier, das kann man nicht markieren, uniform in zwei Varianten. Das bedeutet, alle Ereignisse haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel würfeln, haben wir würfeln. Und also die erste Funktion, da übergeht man nur ein N. Und das ist dann, da wird eine Zufallszahl ermittelt mit Gleichverteilung aus dem Intervall 0 bis N minus 1. Ja? Und die Variante drunter, Uniform Double Low High, da ist per Gleichverteilung, wird ein Integer ermittelt per Zufall im Intervall Low High. Jetzt, wenn Sie ein gutes Gedächtnis haben, dann Sie wissen, es war mal eine Übungsaufgabe. Ja? Aber natürlich wollten wir, dass Sie sich selber Gedanken machen und nicht die Bibliothek verwenden. So, dann hier gibt es noch Bernoulli-Verteilung, also für Experimente mit Ausgang 0 oder 1 und Double P gibt die Wahrscheinlichkeit an, also mit Wahrscheinlichkeit P wird True zurückgeliefert. Das verwenden wir, glaube ich, nachher am Beispiel. So, dann haben wir noch eine gaußsche Verteilung, also das kennen Sie noch vielleicht von der Schule, die gaußsche Glockenkurve, mit der kann man eben viele Phänomene der Natur beschreiben und da gibt es also auch zwei Varianten, einmal ohne Parameter, dann haben wir Erwartungswert 0, das μ und Sigma 1, das ist die Standardabweichung 1 oder man gibt mit der zweiten Variante beides an, da kann man den Erwartungswert und die Standardabweichung angeben. Und dann kann man das eben mehrfach aufrufen, dann kriegt man Zufallszahlen gemäß dieser Gauss-Verteilung oder Normalverteilung, sagt man auch. So, dann gibt es noch hier unten das letzte, vorletzte Diskret, da kann man ein Array übergeben und dort sind dann praktisch Wahrscheinlichkeiten drin und mit Wahrscheinlichkeit AI kommt dann I. Das ist dann diskret, das heißt, es gibt eben dann diese Werte und dazwischen eben nicht. Also mit diesen diskreten Abständen. Und zum Schluss haben wir noch Shuffle, das ist jetzt zum Durchmischen. Also dann keine Zufallszahlen erzeugt, aber wenn Sie ein Array haben und Sie sagen, möchten das jetzt gemischt haben, können Sie einfach Shuffle aufrufen. Gut, als Code-Auszug, erstmal bevor wir selber programmieren, also das ist jetzt ein Auszug aus der Bibliothek, das ist jetzt natürlich mini, also die Bibliothek ist ziemlich lang, vielleicht haben Sie auch schon mal ein Standard Raw oder Audio geguckt, das sind schon einige Zeilen und
Das Einzige, was jetzt für uns interessant ist, dieses Uniform war nochmal, also Zufallszahl aus dem Intervall A, B, und wie das implementiert ist, Sie sehen, das ist nur ein Einzeiger. Und Sie sehen, der verwendet sich in eine andere Bibliothek. Und genau das wollten wir jetzt an der Stelle sehen. Sie sehen, der stützt sich ab auf math.random. Ja, und das meinte ich vorher auch, Sie können jetzt selber Bibliotheken schreiben, um wiederum auf andere Bibliotheken zurückgreifen. Ja, das ist so die Intention. Und das sieht man hier ja jetzt in jeder Funktion, dass der das eben auch macht. Das macht er jetzt natürlich nicht, also nicht jede Funktion ist so kurz, aber Sie sehen eben, so kann man mit einer bestehenden Bibliothek einen Mehrwert schaffen, muss aber nur ein bisschen dazu programmieren. Das ist natürlich nicht immer so einfach, das muss man auch sagen. Das kann auch umfangreich werden. So, hier unten, das ist also immer noch eine Fortsetzung vom Auszug, die Gaußsche Glockenkurve nochmal. Weiß ich ja nicht, wann Sie die zum letzten Mal gesehen haben. Also hier Y-Achse die Häufigkeiten, hier unten das X. Und ja, da ist eben diese Glockenkurve. Wir haben diese Flächen eingefärbt. Die Fläche gibt eben an, die Wahrscheinlichkeit, dass X in dem Intervall ist. Und jetzt kann man natürlich hier eben die Standardabweichung angeben, wenn die kleiner ist, dann ist die Glocke gestaucht. Ja, wenn die Standardabweichung größer ist, dann wird die etwas breiter. Und ja, das muss man halt dann gucken, was man braucht. Ich glaube, jetzt kommt dann unser Testprogramm. Das machen wir jetzt auch. Wir verwenden jetzt also einmal diese Bibliothek. So. So, ich habe jetzt hier mal das Directory aufgelistet. Sie sehen, da sind jetzt ganz viele Dateien. Wir werden dann nachher am Ende in dem Kapitel kommt noch mal so ein Überblick. Tatsächlich, wir haben ja jetzt eben gesagt, uns interessiert Standard Random. Und diese Bibliothek verwendet tatsächlich andere Sachen. Also sowas wie Standard Array IO und Standard Draw und so weiter. Das heißt, das ist jetzt schon so ein bisschen umfangreicher. Wir haben eine Bibliothek, die wiederum aber andere Sachen benötigt. Ja, deswegen muss man jetzt natürlich alles da zusammen kopieren. Wir machen aber unser Programm und das werden Sie sehen, das ist jetzt wieder relativ kurz. Und zwar Random Points. Wir wollen jetzt mal was wieder also grafisch machen. So, public class random points. So, public static void main. Das kennen Sie schon, das Spiel args. So, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt Punkte zeichnen. Und zwar mit Hilfe dieser Gaußschen Zufallsfunktion, die da angeboten wird, und da kann man so ein bisschen erkennen, eine schöne Glocke wird es nicht, aber man kann da ein bisschen rumspielen und was erkennen, und das ist eben das Ziel, dass man das ein bisschen grafisch visualisiert, was dann diese Bibliotheksfunktion letztlich anbietet. So, wir nehmen von der Konsole ein Argument entgegen, und zwar ein Integer, und das soll dann einfach sein, die Anzahl der Punkte, die wir zeichnen. So, also wir zeichnen jetzt einzelne Punkte und Sie wissen schon, so ein Punkt ist ganz klein. Das heißt, wenn wir jetzt nur 100 Punkte zeichnen, sehen wir vermutlich nichts. Also wir müssen schon 10.000, 100.000 zeichnen. Aber das probieren wir gleich mal aus. Das geben wir also von der Konsole ein. Und anschließend machen wir eine Vorschleife, for int i ist gleich 0, i kleiner n. Also diese Vorschleife zeichnet jetzt die Punkte. N Punkte zeichnen. So, und jetzt, Sie wissen, so ein Punkt, also Sie erinnern sich, Grafikausgabe, da geht das Fenster auf, wir haben eine quadratische Zeichenfläche. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, wir hatten dann Koordinatensystem, ein logisches, das können wir skalieren, das machen wir jetzt nicht. Wenn wir das nicht machen, dann ist in der linken unteren Ecke 0.0, 0.0 und rechts oben war 1.0, 1.0.
So, das heißt, wenn wir uns jetzt gleich per Zufall Punkte erzeugen, erzeugen wir also per Zufall jeweils ein X und eine Y-Koordinate. Und dann zeichnen wir einfach an der Stelle einen schwarzen Punkt. So, und jetzt müssen wir natürlich bei der Erzeugung der Punkte entsprechend dran denken, wie ist unser Koordinatensystem. Ansonsten würden natürlich die Punkte außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen und da sehen wir gar nichts. So, also jetzt fangen wir mal an. Double X ist gleich Standard Random. Das ist jetzt, wie gesagt, die Bibliothek von dem Herrn Wayne. So, also Erwartungswert 0,5 und 0,1 ist die Standardabweichung. Und das Gleiche machen wir für Y. So, wir erinnern uns nochmal, 0,5 ist dann genau in der Mitte vom Fenster. Ja, aber links unten ist 0,0, rechts oben ist 1,1, dann ist 0,5 in der Mitte. Das ist unser Erwartungswert. Und mit der Standardabweichung, das ist ja dann, wie weit das nach links, rechts, oben, unten streut. Da kann man sich ja schon vermuten, im Prinzip, also sieht jetzt nicht so toll aus, haben wir dann wie so eine dreidimensionale Glocke, wo wir oben drauf gucken. Aber das müssen wir jetzt mal visualisieren, wie wir das dann hinbekommen. So, das heißt, da haben wir jetzt unsere Koordinaten per Zufall erzeugt. Anschließend zeichnen wir die mit dieser Standard-Draw-Bibliothek und da gibt es einen Aufruf Point. Right. Also da zeichnen wir einen Punkt. Rückt das mal noch ein bisschen hin. Also X-Koordinate also dann bestimmen wir die X-Koordinate per Zufall und hier unten die Y. So, und das war es auch schon. Jetzt gehen wir raus, oder beziehungsweise brauchen wir nicht, hier rüber. Übersetzen das einmal, Java Random Points. So, das hat geklappt, jetzt rufen wir das auf. So, jetzt zeichnen wir erstmal 1000 Punkte. So, das dauert jetzt einen Moment, logischerweise, jeder Punkt wird einzeln gezeichnet. Sie sehen jetzt hier irgendwie, können wir reinzoomen ein bisschen. Ja, also man sieht schon, man sieht was, aber es sieht noch nicht sonderlich überzeugend aus. Jetzt machen wir halt mal viel mehr Punkte. Jetzt brauchen wir viel Vorstellungskraft. Sie gucken von oben auf die Glocke. Ja. Also sieht ja natürlich nicht so schön aus, aber man sieht eben jetzt in der Mitte vom Bildschirm, wo unser Erwartungswert ist. Da sind viele Punkte, da ist es dunkel, nach außen sind immer weniger, da geht es dann praktisch, da ist ja die Wahrscheinlichkeit dann immer geringer. So, jetzt können wir natürlich hier einmal noch vielleicht die Standardabweichung anpassen. Wir gehen hier mal auf 0,2. Dann sollte die, also das weniger spitzig sein, die Glocke. Da müssen wir einmal übersetzen. Wir starten nochmal. So, man sieht jetzt schon, die streut weiter. Ja, wir haben eine größere Standardabweichung. Lassen wir das mal laufen. Ja, also gut, muss man sich ein bisschen vorstellen, also können zu Hause selber experimentieren. Gut, dann stoppt man das. Das ist das falsche Kapitel, das machen wir schnell weg. So, da ist es auch abgedruckt. So, wir wollen jetzt noch ein zweites Beispiel machen. Und zwar geht es da um Statistik. Jetzt auch nicht so weit tiefgehend. Man muss jetzt dazu sagen, jetzt werden Sie sagen, warum macht der immer sehr mathematische Beispiele, dieser Herr Wayne, das Buch und die Veranstaltung in Princeton, die ist eine Einführung eigentlich nicht für Informatiker und Informatikerinnen, sondern eine Einführung für Naturwissenschaftler und Ingenieure.
Und da spielt natürlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und diese Sache eine große Rolle. Deswegen halte ich mich auch nicht später hundertprozentig an das Buch, weil er macht sehr wenig zum Thema Objektorientierung. Das heißt, da werden wir dann später einiges machen, wo nicht in dem Buch ist. Er hat aber sehr viele tolle Beispiele, deswegen kann man die hier sehr gut nutzen. Also das hat er schon toll gemacht. So, jetzt gibt es also eine weitere Bibliothek, die Standard Stats für Statistikfunktionen. Was gibt es da alles? Erstmal das Maximum in einem Array bestimmen. Gut, das ist jetzt nicht so schwer, das würden Sie auch locker schon schaffen. Genauso um das Minimum. Da ist natürlich, wenn man das Maximum suchen in einem Array schafft, dann kann man auch das Minimum suchen. Also einfach durchlaufen und größter, kleinster Wert bestimmen. Dann der Durchschnitt, Mean. Also da wird der Durchschnitt in einem Array berechnet. Das ist hier unten nochmal. Also einfach die Werte halt aufsummieren und dann durch die Anzahl der Werte. Dann die Stichprobenabweichung, die Varianz, das ist hier unten nochmal die Formel. Und dann haben wir die Standardabweichung. Dann haben wir den Median, also guckt mal, was ist in der Mitte, streicht bildlich die Elemente links und rechts jeweils, bis eben das mittlere Element übrig bleibt. Da kann man eben gegenüber dem Durchschnitt Ausreißer haben da keine so große Auswirkungen. Und dann hier unten sind jetzt noch Zeichenfunktionen. Da kann man Punkte zeichnen, Linien und Balken. Das werden wir jetzt dann gleich verwenden. Auch hier ein kurzer Blick in die Bibliothek, in die Implementierung, was man normalerweise nicht macht, aber auch hier nochmal die Funktion fürs Maximum bestimmen in einem Double Array. Das könnten Sie, wie gesagt, mit den Mitteln, die wir bisher haben, auch. Das Einzige, was jetzt neu hier ist, die Initialisierung. Er initialisiert das mit dem Double-Punkt Negative Infinity. Was ist das? Double ist also auch letztlich eine Klasse und eine Bibliothek und da ist eine Konstante drin. Und die heißt Negative Infinity, also negativ unendlich. Das ist einfach die kleinste negative Zahl, die dieser Datentyp Double darstellen kann. So, und logischerweise, dann können die anderen Zahlen, das nimmt er als Vergleichswert initial und vergleicht dann mit Hilfe der Vorschleife. Da geht er dann durch das Array A. Also A ist ja unser Parameter hier. Mit A.length kann man wieder abfragen, wie viel Elemente sind in dem Array, weil das ist ja dann je nach Aufruf unterschiedlich. Er läuft durch und prüft dann immer, ist das aktuelle Element größer wie die Variable, also der Inhalt von Max. So, und dann setzt er entsprechend, wenn das der Fall ist, Max auf den neuen Wert. Und dann läuft er halt ans Ende und dann steht am Ende in Max logischerweise der größte Wert in diesem Array. So, man könnte das jetzt auch ohne die Konstante machen, man könnte logischerweise auch einfach Max initialisieren mit dem ersten Wert von dem Array und startet dann mit der Vorschleife nicht bei 0, sondern bei 1 und vergleicht dann alle anderen gegen den Wert, der hat das jetzt eben so gemacht. So, und hier unten ist nur für den Durchschnitt, auch das könnten Sie mit den Mitteln, die wir haben, jetzt komplett machen. Also, wir müssen ja alle Elemente aufsummieren, dazu definiert er sich hier eine lokale Variable sum, die wird mit 0 initialisiert, anschließend kommt wieder eine Vorschleife, da geht man über alle Elemente und summiert einfach auf. Also sum ist gleich sum plus ai und dann hat man am Ende diese Gesamtsumme aller Elemente und der Rückgabewert, da sagt er eben diese berechnete Summe geteilt durch die Anzahl der Elemente im Array und das ist wieder a.length. Das ist dann der Durchschnitt, das gibt er zurück. So, und hier unten, das geht dann natürlich noch weiter. Das können Sie im Quelltext nachgucken, wenn Sie möchten. So, jetzt würde ich aber vorschlagen, wir machen erst die Pause, weil das Beispiel jetzt dann gleich etwas länger dauert. Machen wir 5 Minuten Pause. Anschließend geht es hier weiter mit einem Beispiel. So, und wir wollen jetzt also am Rechner so ein statistisches, einfaches Experiment letztlich simulieren und uns das Ganze dann grafisch anzeigen lassen. Ja, also häufig
simuliert man ja Sachen auch am Computer, weil man das vielleicht praktisch nicht durchführen kann, weil man nicht die Apparatur hat oder nicht die Ressourcen. Und dann macht man eine Simulation. Und dann häufig will man das natürlich auch grafisch auswerten, weil man das dann besser versteht als mit Zahlenkolonnen. Ja, das ist ein Thema für sich, auch wenn man jetzt an wissenschaftliche Experimente denkt, auch wenn man das jetzt also real macht, nicht simuliert, und man muss das grafisch visualisieren, ist das oft auch eine Herausforderung. A, natürlich, also stellt man das überhaupt dar? Dann, wenn Sie extrem viele Daten haben, dann ist das vielleicht irgendwann auch ein Problem, die zu visualisieren, weil das dann vielleicht 5 Tage dauert, um ein Bild zu erzeugen. Das ist natürlich jetzt bei uns hier in einem einfachen Beispiel alles nicht der Fall. Das heißt, wir haben ein einfaches Experiment, das wir hier simulieren, und wir können das auch schnell plotten, weil wir jetzt nicht so viele Daten erzeugen. So, und jetzt sehe ich gerade das muss ich korrigieren, das ist hier ein Tippfehler. Wir werfen nicht eine Münze einmal in die Luft, sondern wir werfen N Münzen in die Luft, also viele Münzen, und wir gucken dann, wie oft kam Kopf. Also so eine Münze hat ja Kopf oder Zahl, und Sie kennen das, wenn man das wirft, dann, wenn man sich vielleicht nicht einigen kann, dass man die Münze entscheiden lässt, und dann unterstellen wir hier jetzt natürlich, dass es eine faire Münze ist. Das heißt, beides, Kopf oder Zahl, ist gleich wahrscheinlich, jeweils 0,5. Aber jetzt, wie gesagt, das ist ein Tippfehler. Wir werfen N Münzen in die Luft, und unser Programm erwartet 2 Argumente, nämlich zum einen die Anzahl der Versuche und die Anzahl der, es steht jetzt Würfel, Münzen, ich korrigiere das. Also wir schmeißen in jedem Versuch N Münzen, und dann gucken wir, wie oft kam Kopf, und vermerken das, und am Ende gucken wir dann an, wir machen das ja themal, wie häufig, also ich habe jetzt 10 Münzen haben, wie häufig kam 5-mal Kopf, wie häufig kam 3-mal Kopf, und das lassen wir uns am Ende als Balkendiagramm visuell darstellen. Okay, jetzt können wir direkt losprogrammieren. Das heißt, wir machen eine neue Klasse. Die heißt jetzt Bernoulli, weil das letztlich ein Bernoulli-Experiment ist. Also Bernoulli, könnten wir es auch anders nennen. So, wir machen public static void main string args. So, wir nehmen jetzt erstmal die Argumente entgegen, also n integer.parseInt. args 0, Anzahl Münzen. So, dann haben wir hier int t, das ist das 2. Argument, das soll sein die Anzahl der Versuche. Hoppla. So, also das sind natürlich immer Beispiele von diesem, also nicht alle, aber jetzt dieses ist ja von diesem Hawaiian, und das ist natürlich auf Englisch, und dann sind Versuche Trials, deswegen, aber ihr habt das jetzt nicht auch noch übersetzt, in Deutsch würde man vielleicht als Variable eher int v nehmen für Versuche, aber wenn Sie dann nachher googeln, dann passt das nicht, deswegen lassen wir das dann, die Variablenbezeichnung auf Englisch. So, und jetzt machen wir erstmal eine Funktion, die also ein Experiment durchführt, public static int binomial int n. So, und da werfen wir jetzt n Münzen. Ja, also das heißt, der Parameter auch, werfe n Münzen. Das legen wir hin, dann schreiben wir hier noch auf. Gebe Anzahl Kopf zurück. Also wir schmeißen hier in der Funktion n Münzen in die Luft und gucken dann, wie oft kam Kopf. Und das geben wir zurück. Ähm,
So, jetzt müssen wir das aber programmieren. Also jetzt machen wir eine Variable Heads, also Kopf, Head übersetzt. So, und dann machen wir eine Vorschleife. Also wir werfen jetzt jede Münze einzeln. Jetzt weiß ich ja, weil mein Tippfehler vorher kam. Und das Ganze machen wir eben dann natürlich für n Münzen, deswegen eine Schleife. Also for int j gleich 0, nehmen wir mal j statt i, j kleiner n, j plus plus. Und so, wenn, jetzt kommt die Bibliothek standard random, kommt Panulli. So, jetzt nehmen wir also hier eine andere Funktion aus der Bibliothek, nämlich diese Bernoulli-Funktion, und die Wahrscheinlichkeit hier, die wir übergeben als Parameter, ist 0,5, und dieses gibt an, mit der Wahrscheinlichkeit soll die Funktion true zurückgeben. So, wenn es jetzt eine faire Münze ist, dann soll logischerweise die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl jeweils 0,5 sein, sonst wäre es ja nicht fair, dann würde 1 häufiger kommen. So, deswegen also hier 0,5. So, und wenn das true ist, kann man ja mal dazu schreiben, dann erhöhen wir Heads. Ja, Heads ist einfach so eine Hilfsvariable, da zählen wir, wie viele Köpfe hatten wir da, und am Ende geben wir das zurück. So, also, schauen wir hier nochmal auf. Also die Standard-Bernoulli-Funktion, die macht halt das für eine Münze. So, wir wollen aber n Münzen werfen, deswegen die Schleife, dass wir also in dieser, wenn wir einmal dieses Binomial ausrufen, dann schmeißen wir, also in der Simulation natürlich, n Münzen, habe ich mir vertippt. Wofür Semikolon? Ja, danke. Sonst hätte gleich der Compiler gemeckert. Genau, und dann zählen wir eben, wie oft kam Kopf. So, und das gehen wir zurück. So, wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze aber nicht einmal machen, sondern... Wofür brauche ich jetzt Heads exakt? Wir zählen die Antwort, also wie auf Kopf kam. Ja, dann könnte ich doch da, wo Heads plus plus steht, einfach return 1 und ansonsten return 0 schreiben. Nee, wir machen es einmal. Ja, das wird doch einmal wird um die Methode auf. Mit dem Thema. Bei einem Ausruf wollen wir das Ganze irgendwann machen. Deswegen glückhaft, wir haben einen, ja, das hatten wir einfach auch, jetzt das Beispiel von Hamel, deswegen ist die Frage ja auch verfügt. In einem Experiment betrachten wir selber Münzen überlaufen. Und das ist der Funktion. Also, wenn wir einen Münzen auf den Boden fangen, dann erzählen sie sich auf keinen Kopf und das geben wir zurück. Das sind die Funktionen. Ja. So, jetzt gehen wir wieder in die Hauptfunktion. So, jetzt braucht man ein Hilfsarray, um die Häufigkeiten zu zählen. Also hier freq für Frequency, new int. Oh, das war falsch. Ich bin ja ins Touchpad gekommen. New int n plus 1. So, ich rück das mal hin. So, ich tippe mal ein bisschen weiter, noch die nächste Schleife, dann erkläre ich das. Also wir machen jetzt unser Experiment t mal. Also wir haben jetzt hier vor int i ist gleich 0, i kleiner t und dann i plus plus. Und jetzt da verwenden wir unser Array. Wir rufen jetzt immer diese Funktion hier oben auf, neben Durchlauf, die wollten wir ja t mal aufrufen, dass wir dieses Experiment t mal durchführen, und dann kriegen wir ja jedes Mal als Rückgabewert ein int, nämlich die Anzahl der Köpfe in diesem einen Experiment. Und in dem Array zählen wir jetzt die Häufigkeiten, und wir wollen jetzt, also die Semantik von dem Array ist so, dass der Index angibt, wie häufig, also die Anzahl Kopf, bei der Anzahl Kopf.
Genau, das heißt, ich schreibe es jetzt mal auf, man ist vielleicht einfach binomial. So, das ist unsere Funktion. In Münzen werfen wir. So, das ist jetzt ein bisschen wildes Konstrukt am Anfang. So, wir rufen hier unsere Funktion auf. Dann sind wir hier oben. Und dann werden also diese n Münzen geworfen und wir kriegen ein int zurück. Das heißt, das, was die Funktion zurückgibt, ist ein int. Das sind die Anzahl der Köpfe in einem Experiment. So, und Sie sehen jetzt, also das ist ja auch neu, wir können den Rückgabewert, das ist ein int, der kann natürlich auch als Index in einem Array verwendet werden. Und das heißt, wir nehmen das jetzt als Index in dem Array Frequ für Häufigkeiten und an dieser Stelle wird dann der Eintrag inkrementiert. So, am Anfang ist das Array vorinitialisiert mit lauter Nullen. Also alle Häufigkeiten, logischerweise, wenn es losgeht, die sind Null. So, wir haben insgesamt, das ist auch wichtig hier oben, n plus 1 Speicherplätze. Sie wissen ja, es geht bei 0 los. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was sind mögliche Ergebnisse? Wie oft kann jetzt Kopf bei einem Wurf kommen? Naja, 0 mal, einmal und so weiter, aber auch n mal. Dass also alle Münzen Kopf anzeigen. Das ist zwar äußerst unwahrscheinlich, aber kann passieren. Deswegen brauchen wir hier n plus 1. Und nicht n, sonst könnte man den Fall, dass wir n mal Kopf haben, da nicht abspeichern. So, und dann zählen wir hier jeweils die Häufigkeit. Das heißt, wir machen das Experiment einmal. Dann kommt zum Beispiel 5 mal Kopf. Dann würde das bedeuten, dass wir in dem Array an der Stelle 5 plus plus machen. Vorher stand eine 0, dann heißt, da steht eine 1. Dann wäre die Häufigkeit für das Ergebnis 5 mal Kopf eben 1. Dann werfen wir wieder. Dann kommt das vielleicht nochmal, dann inkrementieren wir das an der Stelle, dann steht da eine 2. Dann geht das Experiment beim nächsten Mal anders aus und aber an einer anderen Stelle die Häufigkeit inkrementiert, sodass wir also am Ende in diesem Array ablesen können, wie häufig ist das jeweilige Ergebnis eingetreten. Ja? So, jetzt müssen wir das natürlich nur zeichnen. Da müssen wir nochmal was tun. Also ich kann ja mal dazu schreiben, ja, weiß jetzt nicht, wie man das sinnvoll beschreibt, in einem kurzen Satz, also ein Ergebnis festhalten. So, jetzt wollen wir das noch zeichnen am Ende und normalisieren dazu die Daten und wir nehmen jetzt nochmal ein Array. Also mit n plus 1 Einträgen, weil wir oben entsprechend jetzt als Ergebnis der Simulation n plus 1 Einträge haben. Anschließend machen wir nochmal eine Vorschleife vor int i ist gleich 0. Also wir gehen nochmal über alle Einträge drüber, i kleiner n, i plus plus und fassen jetzt jeden Eintrag an, normalisieren den und nehmen also hier Frequency, also einen Eintrag aus diesem Array und dividieren den durch die Anzahl der Experimente, die wir durchgeführt haben. So, dann haben wir das auch. Jetzt können wir die ganzen Sachen plotten. Jetzt kommt diese Statistikbibliothek stat.plot.bars und übergeben unser Array. Zeichne Ergebnis als Balkendiagramm. Naja. Dann schreiben wir hier noch eine Normalisierung der Ergebnisse. So, Sie sehen schon, gut, wir schaffen es noch auf einem Bildschirm, wenn wir es hinziehen, aber das ist jetzt ein bisschen längeres Programm. Jetzt übersetzen wir das Ganze mal. Und starten das. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir ein paar schöne Werte haben. Ich lösche das Ganze nochmal. So, wir gucken nochmal hier. Also die Anzahl der Münzen ist der erste Parameter. Und dann machen wir das, werfen wir diese Anzahl t mal. Also wir nehmen jetzt 10 Münzen und schmeißen die 1000 mal in die Luft und gucken dann, wie ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Und das machen wir jetzt. So, Sie sehen, jetzt kommen hier unten Balken. Man kann jetzt schon sehen, das ist auch so eine, sieht auch wieder aus wie eine Gauss-Glocke. Wir können jetzt mal eine andere Konfiguration machen. Was weiß ich jetzt? Ich habe jetzt mal mit 20 Münzen. Das sieht so aus. Wir können noch mal weniger Münzen werfen. Gut, das sieht jetzt irgendwie immer ähnlich aus, logischerweise. Das ist nicht so interessant. Gut, also Sie sehen jetzt, was man jetzt halt hier sieht, ist einerseits wieder eine Verwendung von der Bibliothek. Wir sehen erstmalig, wie man was simuliert mit Statistik. Wir sehen auch, wie man das anzeigen kann. Wir haben jetzt hier auch gerade an der Stelle, wo war es hier, so ein bisschen ein komplexeres Programmierkonstrukt. Das sollten Sie, wenn Sie noch nicht Programmiererfahrung haben, vielleicht auch nochmal, das kann man sich auf dem Papier mal aufzeichnen, was da wie gespeichert wird, dann ist das vielleicht auch nochmal etwas einleuchtender. Okay, da ist das auch nochmal abgedruckt, da auch. So, jetzt sind wir mit dem Kapitel durch. Die letzte Folie sehen Sie hier. Was ist das? Also im Prinzip haben Sie ja vorher schon gesehen, in dem Verzeichnis, wo ich gearbeitet habe, da waren viel mehr Dateien. Und hier sehen wir jetzt letztlich, Bernoulli ist ja unser Programm. Und Sie sehen, was da alles verwendet wird. Also wir sehen jetzt hier erstmal, da wird schon ganz schön viel verwendet. Das eine oder andere ist erstmal seltsam. Wir haben nicht alles direkt verwendet. Wir haben aber vorher schon gesehen, dass Bibliotheken wiederum auf andere Bibliotheken aufbauen. Und das sehen wir eben jetzt an dem Bild. Man sieht also, was man da alles benötigt. Wir sehen also zum einen diese Klasse Integer für das ParseInt, das kennen Sie. Diese Klasse sehen Sie erstmal nicht, die ist standardmäßig bei Java dabei, genauso wie Double und diese Sachen, also wenn man ParseDouble macht. Aber die wird hier benötigt. Dann haben wir hier das Standard Random für diese Uniform. Funktion, dann haben wir hier, die haben wir vorher gesehen, baut wieder auf Math auf. Dann haben wir noch die Bibliothek Standard Stats gehabt. Da verwenden wir jetzt hier diese Funktion Plot Bars, um die Balken zu zeichnen. Diese Standard Stats Bibliothek, die verwenden natürlich, um überhaupt zeichnen zu können, wieder die Standard Draw Bibliothek. Die kennen Sie schon vom vorletzten Kapitel. Und da sehen Sie dann, hier ist es nur angedeutet, Pen-Radius, Linienzeichnen, Skalierung. Da werden verschiedene Funktionen genutzt. Die Standard-Stats-Bibliothek verwendet auch noch Standard-In und Standard-Array-IO. Die interessieren uns jetzt nicht. Das soll nur noch mal bildhaft zeigen. Eigentlich wollten wir ja nur die API von einer Bibliothek. Das ist ja auch noch mal diese bessere Strukturierung und einfache Verwendung. Wir haben uns Standard Stats und Standard Random angeschaut und wir möchten wissen, was bieten die für Schnittstellen, haben mit denen gearbeitet. Dass im Hintergrund noch 5 Bibliotheken verwendet werden von denen, das interessiert uns normalerweise natürlich nicht. Ja, aber so sieht man eben, dass man schön aufeinander aufbauen kann und dann kann man natürlich immer anspruchsvollere Programme schreiben. Gut, was sind wir jetzt mit dem, das war ein kleineres Kapitel, wir werden also später auch noch größere Kapitel haben. Wir steigen jetzt noch ins nächste Kapitel ein. Und zwar ist das auch ein dringendes Kapitel. Wir arbeiten schon länger mit Zeichenketten und haben die noch nie richtig eingeführt. Und jetzt im Kapitel 9, das ist auch ein bisschen kürzer, geht es um Zeichen und Zeichenketten. Also im Prinzip Sachen, wo Sie, also kommen natürlich auch noch neue Sachen dazu, so ist nicht. Wir gucken uns erstmal an die Codierung. Das ist wichtig, dass man überhaupt mal so ein bisschen versteht. Zeichen sind gar nicht so einfach, ja, intern von der Handhabung. Sie kennen das vielleicht manchmal, kommt eine E-Mail an oder sind die Umlaute kaputt oder da kann man schon vermuten, das hängt mit dem zusammen. Dann gucken wir uns natürlich an, was bietet Java jetzt da an und da gibt es tatsächlich natürlich ganz viele Möglichkeiten, weil man sehr häufig mit Zeichenketten oder Texten jetzt im Allgemeinen zu tun hat. Da gibt es also sehr viele fertige Funktionen und was auch sehr mächtig ist, man kann ja auch mit regulären Ausdrücken arbeiten, das machen wir heute nicht mehr, wo man auch so wie Textfilter angeben kann.
indem man einfach einen Ausdruck formuliert und dann wird das durch die Bibliothek automatisch angewendet. Das ist sehr mächtig und wenn man das selber machen müsste, wäre das sehr mühselig. Ja, also da gibt es schon fertige Sachen. So, wir gucken erstmal rein. Der Datentyp Char, den haben wir schon mal eingeführt, ganz am Anfang. Den haben wir aber so ganz selten, ich glaube einmal in der Übung war der dran, aber eigentlich haben wir den nie so verwendet. Das ist also erstmal der Datentyp, der heißt so, und der Datentyp für ein einziges Zeichen. Also noch nicht Zeichenketten, sondern erstmal ein Zeichen. Und Sie wissen, Datentyp hat einen Namen, hat eine Wertemenge. Was kann das sein? Naja, Buchstaben, klar. Großschreibung, Kleinschreibung. Dann haben wir hier natürlich auch Ziffern. Dann gibt es Sonderzeichen, A, Ü und so weiter. Da steht je nach Land. Also klar, pro Land gibt es natürlich unterschiedliche Sonderzeichen, ja, je nachdem, in welcher Sprache wir unterwegs sind. Vorneweg, Java verwendet intern 16 Bit für ein Zeichen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Andere Programmiersprachen haben erstmal nur 8 Bit und dann später 16 Bit. Man muss jetzt überlegen, wenn ich 16 Bit habe, dann kann ich insgesamt 65.536 verschiedene Zeichen damit kodieren. Das heißt, es reicht. Ja? Wir werden gleich sehen, so ein bisschen auch historisch, am Anfang hat man sogar gesagt, 7-Bit reichen. Ja? Das haben natürlich die Amerikaner angefangen und für deren Sprache reicht es auch. Aber es gibt ja auch eine andere Sprache. Ja? Im Chinesischen gibt es, weiß ich nicht, über 2000 Zeichen und dann reichen halt 7 und 8 Bit nicht. Also wichtig, Java hat da rechtzeitig sofort auf das sogenannte Unicode gesetzt. Was das ist, werden wir in dem Kapitel dann noch genauer angucken. Zum Datentyp zum Schluss gehören Operationen. Jetzt mit Zeichen kann man nicht so viel machen, man kann im Wesentlichen sie miteinander vergleichen, sind die gleich. Und jetzt gucken wir uns die Codierung an, weil das gehört eigentlich auch mit, also wir sind ja jetzt nicht nur im Programmierkurs, es ist auch so ein bisschen eine Einführung, ASCII, haben Sie vermutlich schon mal gehört irgendwo, vielleicht an der Schule genau besprochen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und das steht erstmal für American Standard Code for Information Interchange. Damit ist ja auch klar, woher es kommt. Also aus USA. Und das spezifiziert 7-Bit-Codierung. Das heißt, die haben gesagt, wir brauchen 7-Bit. Und dann reicht logischerweise eine Tabelle mit, also die sind dann die 128 Möglichkeiten, die 7-Bit bieten. Und damit kann man eine Tabelle definieren. Und dann jede Bitfolge wählt dann aus der Tabelle eben eine Position aus und dann ist in der Tabelle festgelegt, welches Zeichen steht da. Ja, also das ist eben historisch begründet, weil man gedacht hat, es reicht. Jetzt kennen Sie vermutlich den Begriff ASCII-Datei. Das ist eine Datei, die eben nur ASCII-Zeichen enthält. So typischerweise kann man die mit fast jedem Programm irgendwie öffnen. Das ist so natürlich der Vorteil. Wenn man jetzt irgendwas mit WinWord verschickt, das ist inzwischen auch besser, dann kann man das vielleicht in OpenOffice öffnen, sieht aber doch nicht ganz so aus. Oder man hat eben andere Formate, wo es gar nicht geht. ASCII geht immer und ist natürlich sehr kompakt, aber ist natürlich sehr eingeschränkt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man drauf, dass 7-Bit reichen? Also man hat damals halt einfach so überschlagen. Wir haben 26 Buchstaben im Alphabet. Wir haben Groß- und Kleinbuchstaben. Also 2 mal 56 sind 52 verschiedene Buchstaben. So, dann haben wir 10 Ziffern, also 0, 1 und so weiter bis 9. Da kommen nochmal 10 dazu. Dann haben wir noch Satzzeichen, also Komma, Ausrufezeichen. Jetzt gibt es da auch, und steht hier unten, da kommt man erstmal nicht so drauf, sogenannte Steuerzeichen. Zum Beispiel Carriage Return. Und erinnern Sie sich, Sie verwenden ja immer System Out Print oder Printline. Und Printline beinhaltet letztlich auch, dass am Ende noch ein unsichtbares Sonderzeichen an den Standard Output geht, nämlich dieser Carriage Return. Wobei jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, je nach Betriebssystem auch unterschieden wird. Manche schicken Linefeed oder CR.
Das ist letztlich historisch begründet. Früher gab es ja so uralt Schreibmaschinen, vielleicht haben Sie da mal eine noch gesehen, mechanisch, und da gab es eben die Unterscheidung auch bei den alten Druckern zwischen Line Feed, also eine Zeile vorschieben, und Wagenrücklauf. Also man druckt bis ans Ende und dann führt der Druckkopf wieder am Anfang der Zeile zurück. So, dann gibt es Backspace, kennen Sie auf der Tastatur auch, letztes Zeichen löschen, eins nach links, Tabulator, und da gibt es jede Menge mehr, das interessiert uns jetzt auch nicht. Letztlich gibt es eben noch eine Menge solcher speziellen Steuerzeichen, und zusammen waren es ungefähr 100 Zeichen, also alles von oben nach unten jetzt hier, und da hat man gesagt, mit 7-Bit haben wir sogar 128, das reicht dicke, und das hat man ja oft schon in Informatik gesagt, dass das reicht, und dann hat es nicht gereicht, ja. Der Bill Gates hat auch einmal früher bei MS-DOS gesagt, 640 Kilobyte reicht auch jedem. Man wird niemals mehr Speicher benötigen. Ja, das ist natürlich jetzt heute schon lang überholt. So, wie sieht so eine Tabelle aus? Die müssen Sie nicht auswendig lernen, nicht, dass jetzt jemand nervös wird. Die sollte man aber mal gesehen haben, als insbesondere die Informatik studieren. Die werden vermutlich mit der auch ab und zu nochmal in Berührung kommen. Wie liest man die jetzt? Also Sie sehen das, was jetzt hier in der Mitte ist, das sind die Zeichen. So, und Sie sehen natürlich hier irgendwie großes A und dann geht es hoch und dann kommt hier das Kleine und so weiter. Hier vorne sind teilweise unbekanntere Sachen, das sind nämlich diese Steuerzeichen, die muss man auch nicht alle jetzt nachschlagen. Man sieht jetzt hier letztlich, die sind die Bitfolgen. Also wenn wir jetzt haben 0, 0, 0 alles, also dann haben wir hier, das ist Bit 0 bis Bit 3 und hier Bit 4 bis Bit 6. Dann ist es dieser Null-Charakter. Ja, der ist insbesondere interessant in der Programmiersprache C. Diejenigen, die Informatik studieren, werden das nächste Semester wieder sehen. Und jetzt kann man mal gucken, wenn ich das große A möchte, dann habe ich hier 1, 0, 0 und dann sind wir hier 0, 0, 0, 1. So, das heißt, die Tabelle legt einfach fest, wenn das in der Variable, das haben wir gesagt, die Variable ist genannt der Speicherplatz. So, wenn in dem Speicherplatz wenn so eine Bitfolge steht, dann wird eben entschieden, was wird ausgegeben. Das heißt, wenn Sie System auf Print machen und haben Character, dann macht das natürlich die Konsole. Ja, dann wird entsprechend mit Hilfe der ASCII-Tabelle das Ganze dann ausgegeben. Also hier ist nochmal so ein Beispiel. Wenn ich jetzt den Namen Otto habe, im Speicher steht das, was hier unten bunt ist. Also das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, das ist immer eine Folge von Nullen und Einsen. Mit dem können wir natürlich nicht viel anfangen. Wenn wir jetzt aber den Datentyp haben, dann wissen wir, jedes Zeichen ist ein Character. Und jetzt hier im Fall von ASCII, nicht von Java, sind es hier jetzt immer diese 7-Bit und dann ist es jetzt farblich eingefärbt. Das große O ist rot. Deswegen ist es diese Teilfolge. So, und das ist Dezimal 79, das kann man natürlich ausrechnen. Und wenn wir hier mal gucken, wo ist das O? Hier unten. So, Sie können jetzt einfach hier die ersten drei Bits nehmen, 1, 0, 0, und dann gucken Sie hier oben, und dann sind wir hier. Und dann kommen noch hier unten lauter Einser, dann sind wir hier, und dann sehen Sie hier, der Schnittpunkt ist genau hier, dann wird dieses Zeichen in der Tabelle ausgewählt. Und für die anderen Buchstaben geht es genauso. Gut, das ist eine alternative Darstellung, auch die sei mal gezeigt, mit Hexadezimal. Was ist das? Das macht man, glaube ich, in der Schule, in Mathematik, aber das kommt, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse. Das heißt, das haben wahrscheinlich diejenigen, die nicht Informatik in der Schule hatten, vergessen. Da ist das zur Zahlenbasis 16. Ja, normal arbeiten wir dezimal, das heißt, die zählen hoch, 0, 1, 2. Bei 9 ist dann der Übertrag, dann geht es zu 10, 1, 0. Bei Hexadezimal ist der Übertrag bei 16. Das heißt, wir zählen hoch bis 15 und bei 16 ist dann 10. Damit kann man natürlich wunderbar Leute, die das nicht kennen, irritieren, wenn man sagt, 10 ist 16 und 20 ist 32. Dann denken die vielleicht, man hat ein Problem. Man erkennt Hexadezimalzahlen aber einfach, wenn man zum Beispiel 12 hat. Ja? Weil wenn man jetzt also hochzählt bis 9, und 10 ist ja dann 16, dann ist ja die Frage, was ist dann die 10? Die 10 ist dann A, man nimmt dann Buchstaben A, B, C, D, E, F und dann kommt die 10.
So, und deswegen hier haben wir das angedeutet. Dann sehen Sie hier unten, das geht dann hoch bis F. Jetzt ist in Informatik, also nicht jetzt in unserem Kurs, weil wir damit nicht mehr zu tun haben, diese Hexadezimalzahlen, Sie sehen jetzt schon bei der Tabelle, die ist jetzt irgendwie einfacher übersichtlich. Hier steht dann 4, 1 Hexadezimal und das Dezimal 65. Letztlich ist es so, bei Hexadezimal, das ist jetzt nur eine Hintergrundinformation, und jede Stelle von der Hexadezimalzahl sind genau 4 Bit. Was das heißt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es die gibt. Es ist ja viel angenehmer, als eine Bitfolge zu schreiben, wenn man das als Hex aufschreibt. Wenn man einfach nur so 4 Bit nimmt und guckt, was ist das Dezimal? Also wenn Sie jetzt 4 Bits haben, wie hier, das ist 0, das ist natürlich langweilig, das Hexadezimal auch 0. Wenn Sie jetzt ganz hier unten sind, haben wir 4 Einsen, das sind dann 1 plus 2 plus 4 plus A, das sind 15, das ist F. So, man kann sich vorstellen, es ist viel kompakter zu schreiben. Es ist auch kompakter zu programmieren, wenn man also in Informatik im zweiten Semester ist ja dann die Rechnerarchitektur, die hardware-nahe Programmierung, dort hat man häufig mit so einem Bitfolgen zu tun und dann ist man Gott froh, wenn man hexadezimal arbeiten kann. Ja, aber hier, also Sie müssen nicht hexadezimal lernen. So, zurück von dem Exkurs. Jetzt hat man ja ursprünglich gesagt 7 Bit. Das ist auch schon seltsam, weil es gibt, also damals gab es auch keinen 7-Bit-Computer. Also das Mindeste waren ja dann doch 8 Bit, also ein Byte. Und was hat man damals gemacht? Das übrig gebliebene Bit hat man für eine Fehlerkorrektur genommen. Damals waren die Rechner nicht sehr zuverlässig. Und wenn von der Tastatur, also wenn man so ein PC zu Hause hat, da hat man ein Tastaturkabel, wenn man keinen Laptop hat. Und früher war das nicht USB und dann gab es teilweise eventuell Fehler bei der Übertragung. Dafür wurde das Bit genommen, für die Fehlererkennung. So, später, das ist hier rot, hat man gesagt, ja Mensch, andere haben auch Umlaute und wir bräuchten das Bit lieber für was anderes. Und dann hat man das beschlossen, man erweitert die ASCII-Tabelle auf 8 Bit oder 256 Möglichkeiten und das ist der sogenannte ANSI-Zeichensatz. Und das hat folgenden Aufbau, 0 bis 127 ist wie gewohnt ASCII und danach kommt länderspezifisch kommen die Umlaute. Damit Sie jetzt nicht denken, wir reden nur altertümliches Zeug, das was ganz am Ende dann bei Unicode kommt, da ist es auch wieder so, dass 0 bis 127 ASCII ist. Also man, und das ist häufig in der Informatik, das ist einfach aus Industriesicht wichtig, diese Rückwärtskompatibilität. Wir sehen jetzt natürlich auch, wie Sie das entwickelt haben und das Neueste, was State of the Art ist, ist aber immer noch kompatibel zu dem, was früher war. So, also ANSI. Das ist standardisiert. Was bei uns üblich ist, ist ISO, ist also diese Standardisierungsorganisation, ISO Latin 1. Da haben Sie schon mal ein E-Mail-Programm konfiguriert oder so und da kommt man mit dem in Kontakt. Da ist festgelegt, wie diese oberen 8 Bit, Entschuldigung, nicht die oberen 8 Bit, die oberen 128 Möglichkeiten, wie die länderspezifisch kodiert sind, also bei Latin 1 eben entsprechend für Europa. Wir springen jetzt aber zu dem, was aktuell angesagt ist, das ist Unicode. Der Begriff fiel vorher schon. Unicode, man hat halt festgestellt, und das haben Sie ja vielleicht auch schon, diese ANSI-Erweiterungen, die sind problematisch für weltweite Kommunikation. Ja, also, wenn jetzt jemand für den oberen Teil ein anderes Mapping hat, dann schicken Sie die E-Mail ab mit den richtigen Umlauten, dann kommt es da an und der hat natürlich eine länderspezifische Codierung und dann wird entsprechend da mal RFU ist, dann eben dann andere Buchstaben eingesetzt, wo eben dort verwendet werden. Und da sieht es natürlich furchtbar aus und ist komplett kaputt und da hat man dann irgendwann mal gesagt, jetzt reicht, wir gehen direkt auf 16 Bit, dann haben wir 65, 536.000 Möglichkeiten und dann können wir alles.
So, und dann hat man das natürlich standardisiert, sonst würde es ja wieder nicht funktionieren. Man hat also dann festgelegt, wie ist das aufgebaut und damit das weltweit funktioniert. So, und die ersten 128 Zeichen, die sind wieder gemäß der Tabelle, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, da sind immer noch diese altertümlichen Steuerzeichen drin, die man vielleicht gar nicht mehr benötigt. Aber falls man sie doch nochmal benötigt, deswegen Rückwärtskompatibilität. Anschließend die nächsten 128 bis ISO Latin 1, also das, was wir in Europa haben. Und dann kommen die anderen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ungerecht, die Amerikaner sind vorne da in der Codierung, aber letztlich ist es natürlich wurscht. Ja, weil der vorne ist, jeder hat jetzt hier jede Sprache ihren Platz. Also dann gibt es halt wirklich für egal, Kyrillisch, Chinesisch, Arabisch, Japanisch, überall sind hier die Codierungen festgelegt. So, und wichtig nochmal, Java verwendet Unicode. Das heißt, wenn Sie Java programmieren, können Sie direkt, wenn Sie System Out Println machen, können Sie Unicode ausgeben. Das heißt, Sie könnten, also ich kann es jetzt nicht, weil ich nicht Japanisch kann, wenn Sie jetzt einen japanischen Spruch ausgeben wollen, dann können Sie den im Quelltext mit ablegen als String-Konstante, als Literal ausgeben. Java unterstützt das, andere Programmiersprachen nicht. Das ist dann sehr umständlich. Ja. Hier unten steht aber noch als Kommentar, das kann nicht jeder Editor. Da muss man natürlich auch mal dran denken. Ja, wenn man jetzt vielleicht einen ASCII-Editor verwendet, da kann ich natürlich keine japanischen Zeichen da eingeben, sondern ich brauche auch einen Editor, der das hergibt. Aber Java kann das. Das ist also wichtig. So, jetzt UTF-8. Jetzt gibt es nämlich noch ein Problem. Jetzt scheint ja erstmal alles gelöst. Entschuldigung. Wenn man von ASCII auf Unicode geht. Jetzt gibt es aber dummerweise eine Aufblähung der Daten. Und das sehen Sie hier. Das ist Hallo, das Wort, nach ANSI. Das heißt, wir haben ein Byte pro Buchstaben. So, Hallo hat 5 Buchstaben, also 5 Byte. Wenn wir jetzt Hallo nach Unicode abspeichern, das sehen Sie drunter, da steht hier H0, A0 und so weiter, dann verdoppelt sich der Speicherbedarf. Erstmal ist das Einleuchten. Unicode heißt ja 2 Byte pro Zeichen und dann ist ja klar, dann wird es doppelt so groß, dann wird man sagen, ja, ist doch egal. So, aber wir haben jetzt vielleicht nicht Hallo, sondern wir haben Texte. Ja? Jetzt zum Beispiel Google für die Suchmaschine lässt ja diesen PageRank-Algorithmus laufen, um dann zu bewerten, in welcher Reihenfolge Suchergebnisse angezeigt werden. Da ist die Eingabe alle Seiten, die es im Internet gibt. Also das ganze Internet ist sozusagen der Input für das Programm. Und das spielt vielleicht schon eine Rolle, ob man dann sagt, ist ja egal, für jeden Buchstaben doppelt so viel Speicherplatz. Also man muss immer im Großen denken und dann wird es problematisch. So, und dafür gibt es jetzt UTF-8. Man hat sich überlegt, können wir das nicht so machen, dass man, das ist ja häufig dann die Konsequenz, man hat was besser gemacht und festgestellt, da gibt es noch Handlungsbedarf, das kann man noch optimieren. Und UTF versucht also, das zu leisten, was Unicode bietet, gleichzeitig aber kompakt zu sein. Ja? Und UTF steht hier unten, was das ist, UCS, Transformation Format. UCS steht für Universal Character Set. Sie müssen nicht die Abkürzung auswendig lernen. Ich finde, man soll es aber irgendwo einmal gesehen haben. Es gibt auch Leute, die werfen permanent mit Abkürzungen um sich und wissen selber nicht, was sie heißen. Das passiert immer manchmal auch. So, das gibt es seit 1992 und ja, also da gibt es verschiedene Ziffern. Also verwendet wird meistens UTF-8 oder 16. Ja, wir gucken uns einmal an, wie das funktioniert nur für UTF-8. So, was möchte man jetzt? Also im Prinzip beides. Man möchte, dass alle Zeichen kodiert werden können und man möchte aber auch, dass es kompakt ist. So, das Ziel ist also 7-Bit ASCII-Zeichen in einem Byte zu kodieren, ja, und alle anderen, naja, die benötigen halt 2. So, wenn es jetzt irgendwie chinesisches Alphabet ist, dann reichen 2 Byte auch nicht. Dann brauchen wir vielleicht noch mehr und wie das jetzt funktioniert, sehen wir am Beispiel. Und hier bei dem blauen Teil ist erstmal im Text erklärt, wie das funktioniert und gleich gucken wir uns ein Beispiel an. So, also wenn das erste Bit von so einem Zeichen mit einer 0 anfängt, dann ist es ein 7-Bit ASCII-Zeichen. So, das ist ganz clever, weil wir haben, also wir haben eigentlich, der Computer möchte natürlich byteweise oder
möglichst zwei Adresse, vier Adresse bitweise arbeiten, weil er da schneller ist. Also der möchte nicht mehr mit 7 Bits arbeiten. Das heißt, wenn wir hier dann das erste Bit eben auch verwenden für die Codierung, 0 sagt, das ist ein ASCII-Zeichen, dann haben wir wieder 8 Bit. Und wenn, dann haben wir natürlich genau den Fall abgedeckt, wenn es ASCII ist, dann brauchen wir auch nicht mehr wie ein Byte. So, für den Fall, dass es nicht reicht, wenn es also kein ASCII-Zeichen ist, dann ist das erste Bit logischerweise keine 0. Jetzt muss man aber aufpassen, jetzt muss man irgendwie noch kodieren, wie viele Bytes kommen jetzt, die zu dem Zeichen gehören. Weil es können ja auch 3 sein oder 4. Und das ist jetzt so gelöst, das oberste Bit ist eine 1. Das ist die Unterscheidung gegenüber dieser 0. Dann kommen aber noch weitere Einsen bei Bedarf und insgesamt kommen so viele Einsen, wie viele Bytes man benötigt. Und diese Einsen werden dann durch eine 0 abgeschlossen. So, die Folgebytes, die dann kommen, die beginnen wir mit 1, 0, die also noch dazugehören. So, damit ist auch sichergestellt, dass man also Mehrbytezeichen nicht verwechselt mit Einbytezeichen und man kann auch die Grenzen leicht erkennen. 1, 0 liegt immer im Inneren. Ja, das kann sonst nicht auftreten. So, wir gucken uns das am Beispiel an. Gleich. Also hier oben ist es nur abstrakt. Wenn wir ein Byte haben, dann haben wir vorne die 0 und dann kommen hier irgendwelche Bits für das Zeichen. Wenn wir 2 Byte haben, dann kommen 2 Einsen, um zu sagen, das sind 2 Byte, das ist also 2 mal 1, dann kommt die 0 als Separator und im Inneren hier 1, 0. So, und jetzt kennen Sie ja das Muster, kennen bei 4 Byte, haben wir 4 Einsen, eine 0 und im Inneren, das sind die 3 zugehörigen Bytes, jeweils 1, 0. So, und das gucken wir uns jetzt noch ein Beispiel an, weil dann ist das leichter verständlich. Wir haben jetzt hier oben ein Zeichen Y und das ist jetzt offensichtlich eins, das in der ASCII-Tabelle liegt. Das heißt, da kommen wir jetzt aus mit 7 Bit. So, wir sehen, das ist die UTF-8-Kodierung. Wichtig, vorne steht eine 0, das heißt, das ist ein Einbytezeichen. Das Orangene ist jetzt der Wert, um das Zeichen in der ASCII-Tabelle auszuwählen. Ja? Das heißt, im Vergleich hier daneben steht nur, damit man den Vergleich hat, nochmal das Ganze in Unicode. Also das will man ja nicht. Da ist es aufgebläht. So, dann das Ä noch. Das ist jetzt natürlich interessanter, weil das hat jetzt 2 Byte. Das ist ein Umlaut. So, wir gucken uns die UTF-Kodierung an. Die sehen wir hier. Also wir brauchen 2 Byte, deswegen 1, 1 und dann kommt eine 0. So, anschließend, das ist das Byte, das Folgebyte, das wird mit 1, 0 eingeleitet. Und der grüne und der blaue Teil, das ist dann der Wert, Sie sehen es korrespondieren bei Unicode, für das Ä. So, und so geht es weiter. Jetzt ist natürlich auch klar, ich gehe nochmal zurück, wenn ihr ein 4-Byte-Zeichen habt, Sie sehen natürlich beim ersten Byte, dass fast ja, mehr als die Hälfte der Bits sind schon verbraucht durch die Codierung. Das heißt, ich habe hier noch 3 Bit übrig für mein Zeichen. Ja. Gut, zum Glück muss man natürlich die Codierung nicht von Hand berechnen. Das macht ja der Editor oder Java versteht das. Wichtig ist nur, dass man auch mal da so einen Einblick hat, was passiert da eigentlich. Und Sie sehen, da ist doch schon einiges an Komplexität. Gut, dann sind wir jetzt aber schon eine Minute nach 10 Uhr. Wir schließen, wir machen dann am Montag direkt mit den Zeichenketten weiter bis Montag.